Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Rayman 3. Im letzten Part haben wir den Turm von Leptis angefangen. In diesem Part müssen wir wohl, glaube ich, erstmal gegen die Fettsäcke hier kämpfen. Oh Junge, meine Lieblingsgegner. Ja, wir haben den Turm angefangen und wir haben jede Menge gekämpft. Meine Fresse, ein Part bestand fast nur aus Kämpfen und Plattforming, das nicht ganz so gut funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. War aber ganz nett. Ich mag den Turm von Leptis, ist ein ziemlich cooles Level. Und ja, jetzt müssen wir übrigens den Turm nach oben klettern. So ein Stück weit. Und irgendwo hier gibt es den Sneaky Käfig. Das weiß ich auch noch. Ich weiß ja leider nicht wo. Und die beiden sind erstaunlich schnell down gegangen. Hatten wir die überhaupt schon als Gegner? Bin mir gerade unsicher. Da, ich glaube, der im Turm. Ist der im Turm der Sneaky Käfig? Ich weiß nicht. Irgendwo hier ist ein Sneaky Käfig, mit dem ich damals Probleme hatte. Wir werden ihn schon finden, denke ich. Weil bisher fehlt mir im ganzen Spiel nur ein einziger Käfig. Warum war dann ein kleines Edelsteinchen zwischen den Beinen von den Typen? Du stirbst! Und du, mein Freund, stirbst auch. Yeah, habt ihr das Dodging gesehen? Das war der Shit, meine Freunde. Shit. Ich hab dich gehört, mein Freund, ich hab dich gehört, du hast Hilfe gesagt. Hilfe ist unterwegs. Sobald du dich dazu entscheidest, mir vielleicht auch mal ein bisschen entgegenzukommen. Hilfe. Was hast du denn gemacht, dass du hier gefangen bist? Sag mir nicht, dass du grundlos gefangen bist. Es gibt immer einen Grund dafür. Ursache und Wirkung, mein Freund. Ursache und Wirkung. Okay, ich glaube, da komme ich von oben irgendwo runter. Ich möchte jetzt kurz hier erkunden. Schauen, was hier alles gibt und wo wir eventuell noch entlang wollen und wo wir entlang können und shit. Ihr versteht schon. Das wollen wir alles nachgucken. Natürlich mit der Dose. Ich glaube, wir wollen auch mal die Ballons nach oben hüpfen. Naja, wir haben ein bisschen was zu tun. Liebe Leute. Erstmal nehmen wir Steine mit. Bam! Ja. Kein Geld, aber okay. Meine Fresse, inzwischen hat sie das Spiel wirklich mit seiner Lava. Zu viel Lava für meinen Geschmack. Ja, ich hab dich gehört, Alter. Hör auf die ganze Zeit Hilfe zusammen. Was ist da? Ach, so eine Dose. Hey, ich war gerade kurz verwirrt, was da am Boden liegt. Aber eigentlich hätte ich es mir denken können, weil es gibt nicht viele Möglichkeiten, was das sein könnte. Gibt's halt wirklich nicht. Es gibt ungefähr eine. So ein Dosenviech. Das war's. So, versuchen wir die Ballons nach oben zu kommen. Können wir das schon? Das können wir nicht, oder? Das ist der Witz einer Sache. Das ist ein guter Witz. Ha! Ein Brüller. Okay. Gehen wir den richtigen Weg entlang. Ich glaube, wir haben hier unten soweit alles erkundet. Das ist gut. Ja, ich höre dich, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, sonst wirst du gar nicht befreit. Ist mir egal. Ich bin nicht auf dich angewiesen. Sollst du wissen. Ich habe genug Leben. Das war 1A Bullshit. Warum hat er sich nicht festgehalten? Okay, versuchen wir es nochmal. Und diesmal Rayman. Mach bitte nicht den Kleinling und mach Schwachsinn. Sondern streng dich an. Gib dir Mühe. Mach dich nützlich. Irgendwas, okay? Oh Gott, nein. Was habe ich gerade gesagt? Hast du mir nicht so ganz zugehört, Rayman? Dann wiederhole ich es nochmal. Ach, ein Bullshit. Reiß dich zusammen, Mann. So, was gibt's eigentlich da drüben? Will ich darüber? Nein, will ich noch nicht. Denn wir sind auf der Suche nach Secrets, Rayman. Okay. Danke, dass du so gut mitspielst, Kamera. Vielen Dank. Boing. Ah, das sieht doch besser aus. So, wo wollen wir damit hin? Kann ich den Käfig von hier aus? Nee. Das ist jetzt aber auch keine Überraschung. Was kann ich jetzt mit der machen? Lass ich mal kurz brainstormen. Ach, öffne ich vielleicht, ja, ist ja gute Rakete. Wenn ich auf den Schalter drüben trampel, was passiert dann? Ah, okay. Dann öffnet sich das hier. Sei befreit! Bullshit, Kleinling! Dann sei eben nicht befreit, ist nicht mein Problem. Okay, jetzt. Schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Und wir bekommen mehr Leben. Vorletztes Mal. Was macht denn er jetzt? Hat er eine rote Dose gegeben? Entschuldigt mich, Leute. Ich muss da nochmal runter. Hier gibt es Secrets zu erkunden. Secrets! Das ist wichtig. Die Animation. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube nur einmal bisher. Die Animation ist super. Schaut es euch an. Yeah! Rayman macht ernst.
Bam. Bargeld, 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 Bargeld. Sehr, 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 sehr schön. Alter, das war eine Menge Punkte. Da hinten war noch so ein Tor. Das machen wir natürlich auch noch auf. Und dann können wir letztendlich tatsächlich weitergehen. Oh. Oh. Wir bekommen sogar noch einen Grünen dafür geschenkt. Das ist, finde ich, lieblich. Dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir noch genug zusammenbekommen, um das letzte Minispiel freizuspielen, wenn ich ehrlich bin. Dann, ob ihr es glaubt oder nicht, für das letzte Minispiel. Das heißt, ob ihr es glaubt oder nicht, da gibt es nicht viel zu glauben, das ist ein Fakt. Dafür haben uns zuvor noch 28.000 Punkte gefehlt. Das bedeutet, uns fehlen jetzt noch ungefähr 25.000. Raymond, das war mies. Ich weiß nicht, ob wir die noch zusammenbekommen. Aber den Grünen nehme ich sowas von mit. Gib mir den Smaragd! Den Delta Smaragd. Der Delta Smaragd. Das macht Sinn. In Pokémon-Sicht. Grün! Woo! Okay, endlich. Es wurde auch Zeit. Okay. Und jetzt sollte ich aufhören, so viel Zeit zu verschwenden. Wir machen jetzt einfach weiter, Leute, okay? Okay, gut. Aber wenn es da so viel zu erkunden gibt, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht einfach sagen, nö, ich will nicht erkunden. Ich will erkunden. Will ich wirklich? Tut mir leid. So, wo wollen wir denn jetzt damit hin? Wollen wir dem Typen in die Schüssel fliegen? Oh, ich hasse es, wenn sowas passiert. Oh Gott, die Plattform ist nicht mehr da. Habt ihr das gesehen? Aber ihr stürzt nicht runter, oder? Ihr seid solide. Die sind sowas von nicht solide. Oh, die sind sowas von nicht solide. Hm, nicht runterfallen, Raymond, bitte. Das wäre... Ja, die fallen definitiv runter. Das wäre echt wichtig, dass du... Bleibt ihr da stehen? Kann ich mich kurz orientieren, ja? Cool. Okay. Ich habe das Gefühl... Ja, da oben versteckt sich ein Kleinling. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Oh, ich hoffe, ihr mögt diese Spielerei mit den Ballons, denn davon werden durchaus noch welche kommen. Und zwar welche, die richtig, 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 richtig schlimm sind. Ja, das wird super. Wisst ihr was? Weil ich gerade so in der Laune bin, nach Secret zu suchen, werden wir mit dem Teil jetzt noch eine schöne Runde drehen. Mann, schau dich mal die Aussicht an. Wahnsinn. Starrst nur so scheiße, mein Freund. Schau mich nie wieder so an. Hört dich im Auge. Okay. Eine lustige Runde drehen hat sich als nicht ganz so erfolgreich herausgestellt, wie ich es mir erhofft hätte. Deswegen drehen wir eine lustige Runde zurück. Ja, wirklich. Es gibt keine Möglichkeit für mich, das zu beschleunigen. Ich kann nichts machen. Ich kann hier nur stehen und warten. Schaffst du es, Raymond? Wir sind gleich da. Okay. Wir sind da. So, lieber Kleinling, der sich hier oben eingenistet hat, was hast du denn Schönes für mich? Ernsthaft, was die wahrscheinlich groß, die... Groß. Da oben auf dem Berg jodeln! Da oben auf dem Berg jodeln! Okay. Erzähl mir mehr. Gibt's hier unten noch irgendwas? Ich bin noch auf der Suche nach Secrets, Leute. Alter. Hier gibt's was. Hier gibt's einen Schritt zu weit und du verlierst jeglichen Fortschritt wieder. Diesen Schritt will ich nicht gehen. Das ist es mir dann doch nicht wert. Vor allem, weil es da unten gar nichts gibt. Ich kann nur verlieren. Also warum sollte es mir irgendwas wert sein? Steht hier. Natürlich steht hier. Soll jetzt vorsichtig sein? Ich glaube, hier kann man einiges falsch machen. Ich würde ganz gerne nichts falsch machen. Das wäre mein Traum. Boing. Okay. Okay. Wundervoll. Das ist schon das nächste blaue Dosenfreund-Kameradschaftsteil. Warum findet man die so früh schon wieder? Das ist aber ein bisschen zu leicht. Ich meine, gehen die davon aus, dass man die bis hierhin verloren hat? Man hat gar nicht so viel Zeit. Wenn man sie bis hierhin verloren hätte, wäre man schon fünfmal runtergefallen. Weil die Ballons doch platzen. Na egal. Gehen wir weiter nach oben. Diesmal wirklich nach. Was war da gerade eben? War es ein Käfig oder so ein Loom-Teil? Alter, Kamera! Das ist so ein Metallteil. Ich muss wissen, ob das ein Käfig ist, Leute. Das ist wichtig für mich. Und hier gibt es ausnahmsweise mal sogar was zu sammeln.
Wahnsinn. Sag mal nicht zu viel, Rayman. Wenn du runterfällst, werde ich dir das niemals verzeihen. Niemals. In deinem gesamten Leben. Nee. Nein! Okay. Ich drehe da bestimmt nicht. Noch eine Runde. Och nö! Entschuldigung, ihr Viecher, würdet ihr bitte aufhören, auf mich zu schießen? Ich bin gerade nicht in der Position, um gegen euch zu kämpfen. Und damit meine ich, bin ich wirklich nicht. Ich muss erst zu euch hochfliegen. Okay, jetzt, Rayman. Keine falsche Bescheidenheit, keinen Fehler machen. Okay, danke schön. Was ist eigentlich vorhin schiefgegangen? Hier kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Beschämend. So, saug dich fest und totgeschockt. Totgeschockt. Nicht totgeschockt. Ah, ihr Viecher seid tanky. Und ihr lasst euch nicht erwischen. Ist noch schlimmer. Das sind die schlimmsten Gegner, die halbwegs tanky sind und sich nicht erwischen lassen. Und von denen noch mehr kommen. Yay! Kommen da unendlich viele, oder? Ich glaube, ich töte einfach mal ein paar und schau, was passiert. Ich glaube, unendlich viele kommen nicht. Da könnte ich dann unendlich viele Punkte farmen. Bitte noch nicht darüber, Rayman. Bleib bitte noch hier. Und bitte. Großer Gott, bitte. Fall nicht runter. Ich würde es dir nicht verzeihen. Wieder. Ich glaube, langsam kommen unendlich viele. Und ich glaube, die geben nicht genug Punkte, als dass es sich lohnen würde, da Punkte zu farmen. Oder? 1000 Punkte gibt einer. Habe ich das gerade richtig gesehen? Dann schauen. Nee, 200 oder so. Ist ja was, das ist mir zu blöd. Ich gehe! Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Ich glaube, ich weiß, was es kommt. Oh, ich habe da keine Lust drauf. Oh, habe ich da keine Lust drauf. Ihr glaubt's gar nicht. Entschuldigung, Rayman. Darf ich erfahren, warum du versuchst, hochzuhüpfen? Rayman! So, was? Ach, da ist noch ein... Kann ich da hochklettern? Ja, kann ich. Okay. Ne. Rayman! Reiß dich bitte einmal in deinem Leben zusammen, okay? Dankeschön. Danke, 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 danke. Oh Gott. Du da unten, reiß dich auch zusammen und geh mir nicht auf den Sack, okay? Einmal in deinem Leben. Geh mir einmal in deinem Leben nicht auf den Sack. Dass ich gerade in die Lava steige, wenn ich ihn besiegt habe. Ich habe ihn besiegt. Steigt die Lava? Nee. Umso besser für mich. Ich meine, keine steigende Lava bedeutet keine brennenden Verbrennungen am Hinterteil für mich. Und ich bin damit ziemlich zufrieden. Das wiederum gefällt mir nur bedingt. Wie so einiges aktuell. Klettern wir einfach weiter nach oben. Und hoffen, dass ich nicht wieder zu langsam bin und mir die komische Faust hier ausläuft und ich dann wieder zurück muss und... Oh Gott, bitte nicht! Oh! Warte mal, warte... Das ist doch was. Was ist das da draußen? Oh Gott, die Lava steigt! Okay, Rayman. Rayman! Okay, wir wollen da rüber. Okay, Konzentration jetzt! Die Lava steigt nämlich wirklich. Nein! Nein! Warum habe ich den Helikopter gemacht? Oh, war das dumm! Ich sehe nichts! Nö! Bin wieder hier! Ich sterbe! Halt dich fest, Rayman! Nicht sterben, okay? Okay. Okay, das... Okay. Ich wusste irgendwie, dass die Lava steigt, aber irgendwie... war ich viel zu fasziniert davon, dass da noch so ein Umriss von der Dose draußen gerendert wurde. Ich dachte mir... Was hat es damit nur auf sich? Ja, es hat damit auf sich, dass es Idioten wie mich in die Falle locken soll, zu sterben. Und Zeit zu verlieren, weil sie danach schauen und sich wundern, was es damit wohl auf sich hat. Schrecklich. Oh Gott, also... Okay, hüpfen wir hier ran. Und genießen den Bullshit. Ja, ich glaube, das wird gar nicht so übel. Ich glaube, es wird nur übel, wenn man alles erwischen will. Was tatsächlich nicht mein Ziel ist. Wo? Da, da will ich hin. Oh, er hat sich festgeklammert. Wundervoll. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Es wird langsam ernst, Leute. Oh, was ist das für eine Stelle? Ich erinnere mich hieran ja gar nicht mehr. Kann ich dich auch von hier unten aus bekämpfen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ernsthaft, was ist das für eine Stelle? Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr.
Ich dachte, wir wären schon auf den letzten paar Metern jetzt, aber es kann ja nicht sein, dafür fehlt ja noch was. Was ganz bestimmt ist, was ziemlich cool ist. Ha. Na ja, mal schauen, wie es so wird. Ah, Alter. Stirb. 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 Blablabla. Okay. Nicht rund. Okay. Moment. Versuchen wir jetzt anders anzugehen. Jetzt haben wir da keinen nervigen Gegner mehr, der uns in die Fresse schießen will. Also. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig und geschmeidig. Weil ich mich gerade wundere, wie viele Käfige mir wohl noch fehlen. Oh, das könnte so unschön werden. Eventuell, wenn mir zu viele fehlen. Ach so. Nein, ich soll auf den. Ah, okay. Ich soll aber auf den Ballon, um die zu erwischen. Nein! Spawnt er wieder? Der spawnt wieder. Wundervoll. Jetzt. Yeah. Habt ihr gesehen, wie cool das war? Das war ziemlich cool. Dürft ihr gerne zugeben. Und ich frage mich, wie viele Käfige mir noch fehlen. Hui! Da ist auf jeden Fall einer. Ich glaube, ich hätte den Helikopter nicht hochhelikoptern sollen. Was musst du? Moment, lass mal nachschauen. Wie viele Käfige? 7 von 10. So viel. Alter, das sind eine Menge Punkte. Nein! Du dummer Idiot, Rayman, warum bist du jetzt runtergefallen? Oh Gott. Das ist ja meine geliebte Ballonstelle. Nein, das ist noch recht die geliebte. Meine geliebte ist, da muss man dann nach oben mit den Ballons, wo die Lava dann, glaube ich, noch weiter steigt. Das wird eine unschöne Stelle. Hier sind, glaube ich, nur irgendwelche Typen unten, die die Ballons kaputt schießen wollen. Ne, da ist so einer da vorne. Der kann so die Ballons kaputt schießen und versuchst du mich kaputt zu schießen. Ich hoffe, du kannst du mich kaputt schießen. Damit habe ich nämlich absolut kein Problem. Das haben schon viele versucht. Nur die wenigsten haben es geschafft. Ist ja was, wir ignorieren den Typen jetzt mal. Ich gehe dafür jetzt bestimmt nicht zurück und mach das nochmal. Yeah! Nummer 8! Ich muss sofort ins Bett. Ich muss auch sofort ins Bett. Ich kenne das Gefühl. Aber was ist das? Okay. Cool. Was? Was auch immer. Was auch immer das. Oh, meine Lieblingsstelle. Darauf habe ich gewartet. Es ist genauso spaßig, wie es aussieht. Och, großer Gott! Okay. Kann ich die Gegner hier überhaupt killen? Oh, es war ein Wiederballon. Und da ist die Lava. Ist nicht super. Alter, wieso stirbst du nicht? Kann ich den überhaupt treffen? Oh, okay. Okay. Was auch immer. Versuchen wir die Typen zu ignorieren. Ich sehe schon, dass das führt zu nichts. Allerdings habe ich dadurch jetzt jede Menge Zeit verloren. Und das ist nicht gut. Das war super. Oh, nein, das war nicht ganz so super. Wir sind über dem Typen. Das bedeutet, er kann uns nichts anhaben. Ich höre dich, mein Freund, ich höre dich. Und ich sehe dich. Ich freue dich. Ist das so schön für mich? Ja, genau, ein Käfig. Ein Teil wird mir jetzt fehlen für die nächsten Leben. Ich habe kein Wort verstanden. Nein, das ist okay. Ich glaube, es war eh nicht lustig. Versuchst du irgendeinen Dialekt zu imitieren? Ich weiß nicht. Ist jetzt nicht übermäßig lustig, sowas. Nein! Okay. Machen wir uns nichts vor, das war ziemlich mies. Kann auch sein, dass da jemand den Ballon, auf den ich landen wollte, kaputt geschossen hat. Bin ich mir jetzt unsicher. Okay. Oh Gott. Oh Gott, nein! Trefft mich nicht! Ich muss nach oben! Ich habe keine Zeit für euch. Boing, boing, okay. Oh mein Gott, der letzte Käfig. Der letzte Käfig! Yes! Ich muss los. Löcher in den Käse bohren. Löcher in den Käse bohren? Willst du dich daran verlustieren oder was? Du Ferkel! Okay, was mache ich jetzt mit dem Hand? Wofür war der Handschuh jetzt gut? Aber 97%, Leute. Dieses Erkunden macht sich bezahlt. Wir hatten bisher 95 und 97%. Rayman, sieh mal, was ich gefunden habe.
Ich weiß nicht, wo die Bremse ist. Glowbox! Glowbox! Alles in Ordnung? Glowbox! Gib es zu, du hattest Angst. Oh, meine Brille! Okay, Leute, wir sind bei der... Oh, Moment. Ging eigentlich aber automatisch. Wir sind bei der Fahrzeugstelle. Deswegen würde ich sagen, was es damit auf sich hat und das... Shit, die Leben sinken. Ich muss Pause drücken. Genau, was es damit auf sich hat und dann denke ich auch den Rest des Finales machen wir dann im nächsten grandiosen Part von Rayman 3. Nach dem Finale kommt dann übrigens noch der Bonuspart mit coolen Stuff. Das wird super. Es wird richtig spannend. Im nächsten Part von Rayman 3. Bis dann. Gute Nacht.